Also Fasten ist natürlich wahrscheinlich eine der ältesten Therapien überhaupt. Die hat sich, glaube ich, aus der Natur ergeben, weil in unseren Breiten haben die Menschen im Frühjahr einfach zu wenig zur Nahrung gehabt. Die mussten letztlich fasten. Und da hat sich wohl dann das christliche Fasten dran gehängt. Eine uralte Geschichte, und das zeigt auch natürlich, dass unser Organismus das kann. Der hat in der Evolution einfach gelernt zu verzichten und solche schweren Zeiten fastend durchzustellen. Also insofern müssen wir gar nicht Angst haben, dass wir das nicht können. Unser Organismus, wenn wir mal angefangen haben, durch die Umstellungstage, die maximal 3 Tage lang wären, durch sind, dann kann der Körper das, der erinnert das. Ein Problem haben wir eher mit dem Überfluss, mit dem Luxus. Das ist etwas, was unser Organismus in der Evolution nicht gelernt hat und darunter leiden wir ja auch. Fettsucht, Typ-2-Diabetes und so weiter. Also Fasten ist eine ganz wundervolle Methode, weil aus meiner Sicht wird dann dieser innere Arzt aktiviert, diese innere Instanz, innere Stimme könnte man auch sagen. Und umso näher wir der kommen, umso besser. Und Fasten führt uns dahin. Ja, wir sagen ja, Körper, also Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Und wenn wir jetzt aufhören zu essen, dann kann die Seele sich so ein bisschen vom Körper distanzieren, in dem Sinne, dass sie merkt, aha, ich bin Seele, ich lebe in einem Körperhaus. Ich bin nicht Körper. Ja, also viele Menschen sind ja bei uns einfach mit ihrem Körper total identifiziert. Oder manche Männer sogar mit ihrem Auto. Ne? Wenn sie die fragen, wo stehst du, dann sagen die nicht neben dir, sondern am Parkhaus sowieso. Das ist weit weg von dem, was wir eigentlich als Mensch sind. Das Fasten könnte uns zurückführen dahin, dass wir erkennen, wir sind ein Seelenwesen, was in einem Körper lebt. Und daraus würde eigentlich folgen, auch gut zu sein zum Körper und ihn anständig zu behandeln. Und genau das wäre auch das Fasten. Es wäre eine Art Großputz fürs Körperhaus, also wie ein Frühjahrsputz, dass man wirklich anfangen würde, dieses Haus, was man vor, in meinem Fall jetzt 60 Jahren bewohnt hat, noch 9 Monate kommen dazu eigentlich. Ja, mit der Empfängnis beginnt man ja in diesem Körperhaus zu wohnen, dass wir dieses Körperhaus dann einer Generalüberholung unterziehen. Da können die ersten 3 Tage ein bisschen wackelig sein, bis sich der Organismus daran gewöhnt hat. Es ist wie bei einem Großputz, wo man erstmal umräumen würde und dann anfangen würde zu reinigen. Aus diesem Grund bräuchte man viel Wasser, gutes Wasser aus meiner Sicht, weiches Wasser dazu, dass der Körper wirklich gut durchgespült ist. Einem Eimer Wasser kann man auch kein großes Haus putzen. Und dann könnte man den Körper immer mehr sozusagen sich selbst helfen lassen. Und Ähnliches würde mit der Seele passieren und auch mit dem Geist. Die Seele wird klarer, der Geist klärt sich auf seine Weise. Also insofern haben auch die Religionen ja das Fasten immer propagiert. Man kann fast sehen, wie die Vitalität einer Religion ist, wie sie mit dem Fasten umgeht. Wenn wir denken, in der alten Zeit waren diese 6 Wochen der klassischen christlichen Fastenzeit natürlich schon auch eine tiefe spirituelle Erfahrung für die Menschen. Wenn Sie heute denken, was davon geblieben ist, über diesen ganzen Reformweg des christlichen Fastens, wenn Sie am Karfreitag keinen Schweinebraten essen, sondern irgendeinen Karpfen, dann sind Ihre spirituellen Erfahrungsmöglichkeiten durch Fasten bei null. Aber die haben ja mal sehr streng gefastet. Dann haben sie das auf die Klöster beschränkt. Dann haben die in den Klöstern angefangen, wenn sie schon nur trinken durften, gute Sachen zu trinken. Sind die Geburtsstunden der Brauereien, Klosterbrauereien, 1054, die erste in Weihenstephan, Freising. Und dann kamen überall Klosterbrauereien, dann haben alle Bier getrunken, haben die Mönche gesagt, naja, dann machen wir ein besonderes Fastenbier, es beginnt der Starkbierzeit, noch heute in München, eins der letzten großen Rituale, Nockerberg. Da wird dann der Salvator angestochen, das ist genau Beginn der Fastenzeit und der Heiland, Salvator, fließt dann aus großen Bierfässern. Na, in dieser bierseligen Stimmung des Fastens hat man dann gesagt, Fasten bedeutet einfach nur nicht essen, kein Fleisch essen vor allen Dingen, alles was nicht Fleisch ist, darf man essen. Geburtsstunde dieser leckeren Fastenspeisen, Mehlspeisen, hochkalorisch. Dann ist man noch einen Schritt weiter gegangen, hat gesagt, ja, Fisch ist kein Fleisch, dann durfte man Fisch essen. Dann hat man gesagt, alles was schwimmt ist Fisch, dann hat man die Biber aufgefressen. Kann man wirklich sehen, Ende der Biber in Bayern ist die Fastenzeit. Und zum Schluss war nichts mehr übrig von dem Fasten. Ja, also dieser Weg über Reformen, das sozusagen ad absurdum zu führen, ist in vielen Religionen passiert. Auch die Fastenspeise buddhistischer Mönche hat mit Fasten überhaupt nichts zu tun. Ein leckeres Gemüsegericht mit Reis. Also diese Gefahr besteht immer, dass wir Systeme verwässern. Aber was ich mit Fasten meine, bewusstem Fasten, das ist wirklich totale Nahrungsenthaltung, viel gutes Wasser und dem Körper die Chance zu geben, dieses sein Haus zu reinigen. Wenn Sie schauen, was da passiert, wenn Sie ein Haus reinigen, dann müssen Sie natürlich auch eine Reihenfolge beachten. Also es gibt ja Speicher im Körper. Das sind
ähnlich Speicher auch im Haus zu finden. Keller, eben Estrich, Räume, wo sie Dinge verstauen. Und wenn sie die jetzt wieder säubern wollen, einer Revision unterziehen wollen, müssen sie in der umgekehrten Reihenfolge rangehen, wie sie es reingeschlichtet haben. Also beim Fasten, was wir im letzten Jahr so zu uns genommen haben, wird zuerst der Revision unterzogen. Der Körper geht ans Bindegewebe dran. Fettgewebe ist ein Aspekt des Bindegewebes und fängt dann an, rückwirkend sozusagen, das alles der Revision zu unterziehen, das Fett zu verbrennen, davon lebt er ja. Das ist etwas, was uns wirklich gut tut. Und man kann dabei auch schön erleben, wie zu jedem körperlichen Knoten, der sich da löst, auch ein seelischer Inhalt gehört. Also insofern ist Fasten auch eine wunderbare Verbindung zwischen Körper und Seele. Es wird beim Fasten, wenn wir es jetzt mal schulmedizinisch betrachten, viel Sinnvolles getan. Also es werden zum Beispiel große Mengen von Wachstumshormonen ausgeschüttet, dieses HGH, Human Growth Hormone, somatotrope Hormon früher. Also das ist ein Wachstumshormon, was in der Kindheit, Jugend zu Körperwachstum führt, später dann zu so einer aufgeräumten Stimmung, Ordnung machen, ist so diese Stimmung, die im Körper ja beim Fasten passiert, die aber auch wirklich so die Seele ergreifen kann und auch den Geist klärt. Ich habe es oft gehört, dass Menschen, wenn sie heimkommen von den Fastenseminaren, die ich ja schon seit 30 Jahren gebe, dass sie dann Lust haben, auch noch ihren Schreibtisch aufzuräumen, ihr Arbeitszimmer, die Wohnung aufzuräumen, den Keller aufzuräumen. Ja, das ist so die Bedürftigkeit der Seele, die möchte da den Arbeitsbereich klären mit dem Schreibtisch, den Alltagsbereich mit der Wohnung, ja, auch das Unbewusste mit dem Keller. Und das ist etwas, was gar nicht so selten passiert. Natürlich kann man auf verschiedene Weise fasten. Man könnte es sich möglichst leicht machen. Es wäre bei uns so ein Seminar wie Körper, Tempel der Seele. Da wäre die Idee, dass wir aus dem Körperhaus wirklich einen Tempel machen und es in so einen guten Zustand versetzen, dieses Körperhaus, dass die Seele wirklich gerne in diesem Tempel wohnt. Aber das wäre ein Seminar, wo wir mit viel Musik und Bewegung und versuchen, mit guter Stimmung daran zu gehen, Massagen und so weiter. Da gibt es dann frisch gepresste Säfte und Fastensuppe. Das ist die Fastensuppe, die ist so dünn. Man löffelt die zwar, aber man könnte es natürlich auch trinken. Das ist mehr psychisch. Aber es ist ein eher angenehmes Fasten. Man könnte es sogar noch weiter bringen. Also ich habe sogar mal ein Buch gemacht, Sinnlich Fasten. Das könnte man natürlich schon tun. Die Sinne wären ja klarer, reiner, wacher auch. Also schöne Musik hören, uns mit Kunst beschäftigen, Natur wieder genießen. Ja, statt so viel Output, mal wirklich Natur auf uns wirken lassen. Aber es gäbe auch ein ganz strenges Fasten. Bei uns Fasten, Schweigen, Meditieren, 9 Tage Schweigemeditation, Sazen, Sitzmeditation. Und da ist Fasten mit Tee und Wasser. Da geht es sehr auf diese reduzierte Struktur des Saturninen hin. Das ist eigentlich noch wirksamer aus meiner Sicht, aber ich würde nicht raten, damit zu beginnen. Und dann machen wir jetzt auch in unserem neuen Zentrum Tamanga wieder viele Fastenwanderungen. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, dass man wandernd, wo man noch mehr den Körper in Betrieb hält, wo man verbrennt, dadurch noch mehr abnehmen kann, trotzdem aber so eine Reinigungsgeschichte wie Fasten durchführt. Da könnte man dann mit Gemüsesuppe fasten, also dann eine dicke Gemüsesuppe, in der aber kalorisch fast nichts drin ist. Ein bisschen so ein Trick, den man dem Körper da zumutet. Der bewegt sich viel, denkt, er hat genug, muss aber trotzdem an die Substanz ran, weil die Gemüsesuppe gar nicht genug Kalorien enthält. Und so nimmt man stark ab, gleichzeitig trainiert man Muskeln, die man aufbauen muss. Insofern hat man bei diesem Seminar den Eindruck, als würde Fett in Muskeln umgewandelt. Wäre auch eine schöne Perspektive. Also tatsächlich sind im Fasten sehr, sehr viele Möglichkeiten drin. Und natürlich wird es umso schöner, umso mehr man die Tees selbst pflückt im eigenen Kräutergarten, umso angenehmer die Säfte, wenn sie frisch gepresst sind. Dann merkt man direkt, wie sie einem auch Frische vermitteln. Das kann man in vieler Hinsicht ausbauen, vertiefen, vor allen Dingen natürlich auch in dieser seelischen Hinsicht. Ja, in einem Seminar wie Körper, Tempel der Seele würden wir sehr viel geführte Meditationen machen, die dann parallel zu den Erfahrungen des Fastens auch sich um die Leber kümmern, die Themen der Leber, um die Nieren und ihre Themen, das Herz und die Herzensangelegenheiten. Also wir könnten auf seelischen Ebenen das bewusste Fasten sehr unterstützen, dann wird dieser Prozess viel tiefer. Nicht, dass das zu einer Nulldiät verkommt, wie es die Schulmedizin ja oft macht. Das ist etwas, was wirklich als Gegenpol wenig bringt, so wie Diäten wenig bringen. Das hat keinen Sinn, einen Menschen ins Bett zu legen, dann verliert er wirklich Muskeln, wenn er sie nicht benutzt. Das ist Unsinn. Bewusst Fasten meint schon, in Bewegung bleiben, sich dem Leben stellen,
und in, auch in guter Stimmung diesen Großputz zu unternehmen, damit die Körperbasis sicherer und klarer ist, sauberer, der Geist sich klärt und die Seele zu sich kommen kann. Insofern ist Fasten wirklich eine ganz wunderbare Empfehlung, die ich Ihnen sehr gern ans Herz legen würde.